die Schweiz in diesen Tagen des 100. Geburtstags von General Henri Guisan gedenkt, dann tut sie dies nicht aus falschem Pathos oder gar aus Heldenverehrung, sondern weil dieser General ein Stück Schweizer Geschichte entscheidend mitgeformt hat. Bonjour. Bonjour, mon général. Im Jahre 1874 wurde Winston Churchill geboren und im gleichen Jahr wurde die Schweizer Armee, wie wir sie heute kennen, ins Leben gerufen. 1874 am 21. Oktober kam Henri Guisan in Mézières als Sohn eines Landarztes zur Welt. Guisan wuchs in einer ländlichen Umgebung auf, in einer Welt, in der jeder jeden kannte. Als diplomierter Landwirt und mit perfekten Sprachkenntnissen trat er der Kavallerie, später der Artillerie bei. 1932 wurde Guisan zum Oberstkorpskommandanten ernannt, 1939 wählte ihn die Vereinigte Bundesversammlung zum General. Henri Guisan war kein Schreibtischgeneral. Seine Herkunft, seine Ausbildung und sein Charakter ließen ihn stets den einzelnen Bürger achten. Seine beinahe legendäre Verbundenheit mit dem Volk mag einer jüngeren Generation heute unglaublich vorkommen. Aber der General war ebenso sehr militärischer Führer als politischer Denker. Er genoss das Vertrauen der Mehrheit des Schweizer Volkes. Sein Aufruf zum Widerstand wurde gehört, in die Tat umgesetzt und vom Ausland respektiert. Des Generals gab es auch Verpflichtungen, die schwer fallen mussten. So wohnte er am 20. April 1941 gemeinsam mit Bundesrat Kobelt und Vertretern Großdeutschlands dem Fußball-Länderspiel Schweiz-Deutschland bei, wobei die Schweiz mit 2:1 Toren gewann. Neben sportlichen schätzte der General auch recht bodenständige Spiele. Zu den bedeutungsvollsten Taten des Generals gehörte der Rütli-Rapport vom 25. Juli 1940. Eine der schwersten militärischen Entscheidungen war der Entschluss, einen Großteil der Schweizer Armee ins Réduit zurückzuziehen. Am 20. Juni 1945 stimmte die Vereinigte Bundesversammlung dem Antrag zu, General Henri Guisan unter Verdankung der geleisteten Dienste vom Kommando der Schweizer Armee zu entlassen. Je n'ai fait que mon devoir, le devoir d'un soldat. Ma mission est terminée. Je reste à la disposition de mon pays. Am 30. August 1939 hatte der General seinen Eid geleistet. Knapp 6 Jahre später trat er ins Glied zurück, nachdem er seinem Land nicht nur als militärischer Fachmann, sondern auch als politisches Vorbild gedient hatte. Ende des Aktivdienstes wurde am 19. August 1945 durch eine Fahnenehrung in Bern gefeiert. Adieu, noble bannière. Je vous remets aujourd'hui aux autorités du pays, intact, libre et fier. Gott behüte euch, ihr Fahnen und Standard. Ich obege euch. Heute unversehrt, frei und stolz den Landesbehörden. Henri Guisan blieb auch nach seinem Rückzug ins Privatleben stets eng mit der Bevölkerung und insbesondere der Jugend verbunden. So wurde anlässlich seines 80. Geburtstages eine Botschaft der Jugend von Macklingen durch das Welschland bis nach Lausanne getragen und dort dem General überreicht. Junge Schweizer wollten damit dem General ihre Dankbarkeit ausdrücken. General Henri Guisan, er starb 1960, gehört zu den großen Persönlichkeiten der Schweizer Geschichte. Nicht zuletzt, weil er vor allem Mensch war.
Merci, cher maître, et merci à tous de votre présence, et tout spécialement à vous, parce que vous m'avez suivi de près avec toute votre amitié, à laquelle j'ai joint la mienne, et c'est peut-être grâce à ça que le buste a si bien réussi et que je passerai à la postérité avec une bobine un peu moins sévère que beaucoup me connaissent. Grâce à vous, j'y passerai joyeux et de tout cœur. Merci.